Jahren 1707 bis 1715 errichtete Johann Werner von Faider auf dem Areal der mittelalterlichen Burganlage das heutige Schloss Malberg. Der kurpfälzische Hofarchitekt Graf Matteo Alberti erlebte von 1647 bis 1753, wurde mit der Planung beauftragt. In Anlehnung an die venezianische Villa Valmerana errichtete Alberti auf dem langgestreckten Bergrücken das neue Haus und die Nebengebäude. Die alte Oberburg wurde in die Anlage integriert und ist heute noch als altes Haus erhalten. Anstelle der Unterburg wurde um 1713 der Eiserne Garten angelegt. Diesen Namen erhielt der Garten durch den eisernen Stagettenzaun, der den Garten von der Schlosszufahrt abtrennte. Im 19. Jahrhundert wurde der Stagettenzaun durch ein verputztes Mauerwerk ersetzt und so war der Blick in den Garten nur noch durch das ornamentreiche schmiedeeiserne Tor möglich. Ursprünglich erfüllte der eiserne Garten von Schloss Malberg zwei Zwecke. Zum einen diente er als Erholungsgarten, der zum Lustwandeln einlud, und zum anderen wurde er auch als Nutzgarten bewirtschaftet. Hier wurden Gemüse und Heilpflanzen gezogen. Bei der Sanierung der Gartenanlage wurde der ursprünglichen doppelten Nutzung des Gartens Rechnung getragen, als man auf dem Hochparterre einen Kräutergarten einrichtete. Schon in alten Hochkulturen waren die Gärten der Herrscherschicht kunstvoll architektonisch und geometrisch gestaltet. Diese Entwicklung findet in der Barockzeit ihren Höhepunkt. Waren Schloss und Garten bisher zwei getrennte Einheiten, so wäre das barocke Schloss ohne seinen Park nur ein Fragment, denn der Park diente als architektonische Fortsetzung der Gliederung der repräsentativen Schlossräume und zudem bildeten sie den passenden Rahmen für höfische Inszenierungen. Heute kümmern sich Christiane und Herbert Wagner um den Eisernen Garten. Ab und an tauschen sie sich mit Inge Solschenbach, der Vorsitzende des Fördervereins Schloss Malberg, aus und machen sich Gedanken darüber, wie der Garten erhalten werden kann. Es gab 2004, als der Garten restauriert wurde, den Auftrag an eine Gartenarchitektin, die Frau Steller-Junker-Mielke, und die hat damals einen Pflanzplan angelegt. Und nach diesem Pflanzplan arbeiten wir bis heute eigentlich so ein bisschen. Nicht bis ins Detail, aber so die Grundstrukturen sind diesem Pflanzplan halt angelegt.
Wir sind ja hier in einem barocken Garten und da ist halt die symmetrische Anlage des Gartens, also dass man auf der rechten Seite das sieht, was man auf der linken gepflanzt hat, also diese spiegelbildliche ganz wichtig. So sind auch die Rosenbäumchen immer einander gegenüberstehend und auch die Hauptpflanzung wie die Achillea oder die Nepeta, die stehen sich immer gegenüber, sodass das so eine symmetrische Grundstruktur hat und darf von uns auch nicht verändert werden.